Das zweite Euregio-Fest wurde wieder ein großer Publikumserfolg. Mit dem Aufmarsch der Traditionsverbände, Musikkapellen und Schützen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino im Zentrum von Bergine Val Sugana wurde das große Fest der Europaregion eröffnet. Auch das Wetter, wenn auch nicht unbedingt freundlich, spielte dem Fest der Völker der Europaregion doch keinen schlimmen Streich. Am frühen Morgen schon erreichte der Euregio-Zug den Bahnhof von Trient. Familien, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sind dann bis nach Bergine weitergereist, um das jährliche Fest der Länder Trentino, Südtirol und Tirol mitzuerleben. Begleitet von einer Menschenmenge erreichte der Umzug den Park Tre Castagni. Das Fest der Europaregion wurde dann vom Bürgermeister der Kleinstadt Roberto Os Emer und von den Landeshauptmännern der drei Länder Ugo Rossi, Arno Kompatscher und Günter Platter eröffnet. Dieses Euregio-Fest ist wieder eine weitere Maßnahme, wo wir zusammenwachsen, wo die Bevölkerung von Trentino, Südtirol, Nord- und Osttirol zusammenkommen. Unser Ziel ist es, dass wir in den nächsten Jahren gemeinsam in der Europaregion Tirol die Lebensqualität verbessern, den Frieden gewährleisten, dass die Menschen in Sicherheit leben, aber auch, dass sie Beschäftigung haben. Und diese Zielsetzung werden wir massiv in den nächsten Jahren verfolgen. Beim Fest der Europaregion wurde auch auf die in Kürze zu erfolgende Übernahme des Euregio-Vorsitzes durch Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Ugo Rossi ablösen wird, gesprochen. Zunächst einmal ist es natürlich das Weiterführen der bereits bestehenden Projekte, die hervorragend funktionieren, im Besonderen auch die Zusammenarbeit der drei Universitäten der Europaregion. Wir wollen jetzt noch mehr im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zusammenarbeiten, im Besonderen auch, was das Thema des Transitverkehrs anbelangt. Hier gibt es eine gemeinsame Position und gemeinsam sind wir auch in der Lage, zusammen mit den europäischen Staaten hier Lösungen zu finden. Es gibt dann auch noch ein Thema, das unser gemeinsames kulturelles Erbe betrifft, aber diese Neuheit werden wir dann verkünden, sobald es soweit ist. Großen Anklang beim Publikum fand eine aufgebaute Selfie-Box. Viele Besucher wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ein Erinnerungsfoto mit den drei Landeshauptmännern zu machen. Auch die Verantwortlichen in Bergine waren vom Erfolg des Festes angetan und auch etwas stolz, dieses große Ereignis über die Bühne gebracht zu haben. Das Fest bot auch die Gelegenheit, ein Fußballturnier, den Euregio Cup, abzuhalten, der vom Tiroler Verein SV Wörgl gewonnen worden ist. An zweiter Stelle die Mannschaft aus dem Trentino Comano Terme Fiavè. Und die Südtiroler Mannschaft aus Eppan platzierte sich auf dem dritten Platz. Geboten wurden natürlich auch kulinarische Spezialitäten aus den drei Ländern, ein Kunsthandwerkmarkt, Führungen durch das Schloss und Spiele für die Kleinsten. Am Nachmittag fand im Stadttheater von Bergine ein Konzert des Euregio Jugendblasorchesters statt, das großen Anklang fand. Den Abschluss des Euregio-Festes bildeten die Konzerte der Teilnehmer am Musikwettbewerb Upload Sounds, einer Initiative, die den Geist der Europaregion voll verkörperte.